Und dann, zu diesem Zeitpunkt, brauchte ich nur eine Sache. Eine einzige Sache. Und zwar, also darf ich Video drinnen lassen? Was? Also du strikes nicht weg oder so, ne? Du löscht nichts. Ob du das Risiko halt eingehst oder ihn nochmal... Ewa, bismillah. Ewa, Leute, was geht? Ich weiß, ich wollte selber gar keine, ich schwör's dir, ich hatte gar keinen Bock, noch ein Video jetzt über dieses Thema Berhan Kanyavi, für mich ausgelutscht. Chalas, Bruder, ich will gar keine Videos mehr darüber drehen, so. Aber, Digga, ihr seht schon im Titel, es ist etwas passiert. Kanyavi will, dass ich mein Video runternehme, beziehungsweise es lösche von YouTube. Berhan TV hat mich angerufen, ich habe mit dem telefoniert. Und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ja, ey, ich will das Telefonat nicht zeigen, dies, das, oder ich werde da was rausmachen. Nein, ich werde euch das einfach klar und deutlich zeigen. Und meine ehrliche Meinung jetzt über diesen ganzen Beef, über alles, was in letzter Zeit passiert ist, einfach nur erklären und meine Meinung einfach äußern, Digga. Was ich jetzt von Berhan halte und was ich von Khan halte. Also wenn euch das Video interessiert, dann guckt einfach bis Ende, holt euch Essen, holt euch Trinken und gönnt euch das Video. Man muss sagen, Berhan ist einer, Bruder, der hat richtig reingeschissen in die YouTube-Szene. Der hat unnormal, Bruder, du hast reingeschissen, Bruder, was für Filme du geschoben hast, ist nicht mehr normal. Und der macht ja eh jetzt keine Videos mehr, schon seit 2 Monaten. Und der ist so Typ, Digga, der hat jetzt einfach auf alles geschissen. Und natürlich fand ganz YouTube den unsympathisch. Also Berhan, ich bin dir ganz ehrlich, ich war nie auf deiner Seite. Das kann man auch in meinen Videos sehen. Ich habe, glaube ich, 3 bis 4 Videos über dieses ganze Thema gemacht und ich war nie auf deiner Seite. Und Leute, ihr kennt mich, ich bin nicht einer, der sagt, boah, okay, der hat Unrecht, weil er jetzt weniger Abonnenten hat. Nein, Digga, wie oft habe ich Menschen Recht gegeben, die gehatet werden. Und nur weil ich selber gesehen habe, ey, diese Menschen, Bruder, die haben eigentlich Recht, aber die haben so ein schlechtes Bild auf YouTube, dass sie einfach gehatet werden und dass man denen aus Prinzip einfach kein Recht gibt. Natürlich, wir sind auch nur Menschen, jeder hat seinen eigenen Fehler, so, ja, nee, sonst wären wir auch nicht perfekt, Bruder, wir sind nicht perfekt. Wären wir perfekt, Digga, dann wären wir auch keine Menschen. Natürlich gibt es dann auch die ein oder anderen Affen, die immer weiter Probleme machen, jedes Mal Fehler und so, das ist reingeschissen, okay, das finde ich selber reingeschissen. Der hat reingeschissen? Auf YouTube unnormal reingeschissen? Ist privat hingefahren, wollte mucken. Junge, ich hasse sowieso dieses in die Stadt fahren, Stress und Digga, das erinnert mich an Ledroka so. Deswegen, Chalas, mit sowas will ich gar nichts zu tun haben, mit sowas will ich auch gar nicht cool sein. Ich mag das einfach nicht. Bruder, wenn du ein Beef auf YouTube hast, führ das auf YouTube durch. Chalas, fertig aus. Aber hör auf mit diesen Filmen, ja, hinfahren und so. Wer bist du? Sag mal bitte, wer bist du? Fährst in andere Städte, such Stress und so. Chimma, du bist YouTuber. Du bist kein irgendwie Profi-Boxer oder so. Und ihr wisst ja auch, dass ich auf Berhans Video reagiert habe. Dieses Ansagevideo von dem 35-Minuten-Video von dem, wo der richtig gegen Khan geschossen hat, alles ausgepackt hat. Und ihr wisst, was er da in diesem Video gemacht hat. Er hat die Mutter zensiert, eingeblendet. Okay, der hat die zwar zensiert, aber der hat die trotzdem eingeblendet. Ein Hochzeitsbild, also ein privates Bild von Facebook oder was weiß ich von wo, hat er eingeblendet. Und Berhan hat auch den Vater von Khan eingeblendet und so. Und ihr wisst, was ich dazu gesagt habe. Ey, ich habe diese Sachen nicht mal in mein Video, nicht mal in meine Reaction eingeblendet. Ich habe die komplett zensiert. Warum habe ich das gemacht? Weil ich wollte nicht, dass diese ganzen privaten Sachen noch mehr durch mich verbreitet werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nee, deswegen habe ich diese Sachen einfach in der Live-Reaction rausgeschnitten. Weil, Junge, was muss man für ein Mensch sein, dass man private Bilder bzw. private Fotos einfach nur in Videos einblendet, die öffentlich sind? Junge, es ist ein Beef zwischen euch beiden. Dann macht es unter euch. Hört auf, immer Familie mit einzubeziehen oder so private Sachen. Sag mal so, boah, okay, der schreibt mit Vibern auf Snapchat. Sag mal so, wir sind Ramis. Einen, auf den wir YouTuber, nein, wir sind keine Jungs. Wir haben kein Interesse an Vibern. Wir sind Schulamanoren, wir sind... Oder warum darf man heutzutage als YouTuber nicht mit Chaya schreiben? Ich schreibe auch mit Chayas. Und jetzt? Ey, YouTuber, ey, ich schwör's dir, die kommen mit Videos, die kommen mit Snapchat-Videos. Einen auf den so, boah, guckt euch mal den YouTuber an, ich hab hier, was ich hier alles habe und so, guck mal bitte, wie ehrenlos der ist. So einen auf den Sünden veröffentlichen. So, wer bist du, Digga? Wer seid ihr, dass ihr so welche privaten Sachen veröffentlicht, Digga? Chillt mal ein bisschen, wenn ihr ein Beef habt, Bruder, nimmt das mit Humor, mach Lachgig auf seinen Nacken, was weiß ich, aber dieses private Bilder von Mutter, von Vater, Chats und so einblenden, Digga, wo sind wir hier gelandet, Land? Das hat auch gar nichts mit irgendwie YouTube Zerstörung oder so zu tun. Ich weiß, das zieht am meisten Aufmerksamkeit. Ich weiß das. Aber Bruder, als ob diese Familien von diesen ganzen YouTubern diese Videos nicht sehen. Verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich aus Prinzip gesagt, ey Berhan, guck mal zu, ich werde diese Videos alle rausschneiden. Wenn ich auf dein Video reagiere, ich werde diese ganzen Szenen von dir rausschneiden bzw. gar nicht benutzen. Weil ich supporte das nicht, ich unterstütze was nicht. Aber guck mal, ich bin einer, ich krieche einen nicht 100% in. Wenn ich sehe, ja okay, Saf, der hat vielleicht mehr Abonnenten, der hat recht, der hat einen besseren Ruf, dann halte ich nicht meine Fresse, wenn ich auch seine Fehler sehe. Wenn ich auch sehe,
was er falsch macht. Versteht ihr, was ich meine? Und das habe ich in meiner Reaction gesagt, Bruder. Ich habe gesagt, ey, Khan, Digga, ich feiere das nicht, wenn du Videos sperren lässt. Wenn du Videos sperren lässt, ist das nicht korrekt. Das macht man nicht unter YouTube. Das ist unter YouTuber macht man sowas nicht. Wenn, dann schreibt diese Person an, ey, hör mal zu, du hast das und das eingeblendet, schneid das raus. Alles fertig. Dann schneidet man das im Endeffekt nochmal raus auf dem PC. Aber dieses Video striken lassen, diese Videos sperren lassen. Du hast in deinem Video gesagt, ey, ich habe den striken lassen, weil er nicht auf meiner Seite war, weil er nicht neutral gegenüber mir war. So, jetzt frage ich mich, bei einem Beef zwischen zwei Menschen, es kann nicht immer 100% auf deiner Seite sein. Es ist einfach so, Digga. Wenn ich jetzt zum Beispiel Beef mit Lil Junko habe, dann muss ich damit rechnen, dass es auch Menschen gibt, die nicht auf meiner Seite sind. Dann gibt es natürlich Menschen, die auf Lil Junkos Seite sind. Dann gibt es auch natürlich YouTuber, die auf seiner Seite sind. Verstehst du, was ich meine? Weil nicht immer jeder kann auf meiner Seite sein. Es ist einfach so. Und jetzt, wenn ich sehe, okay, ein YouTuber ist nicht auf meiner Seite, der ist auf der Seite von Lil Junko, deswegen macht er ein Video gegen mich oder ein Video über mich oder reagiert schlecht auf mich, dann lasse ich doch nicht sein Video striken, dann lasse ich doch nicht sein Video sperren. Junge, es ist seine Meinung. Ich bin überzeugt von meiner Seite. Ich bin überzeugt von meiner Meinung. Deswegen brauche ich nicht mal Menschen zu sperren oder so, weil ich weiß, ey, Digga, ich habe eh Recht für mich. Für mich habe ich sowieso Recht und für meine Community habe ich auch Recht. Gerade das fertig, dann lasse ich doch nicht andere Videos striken, keine Ahnung, andere Videos sperren. Ja, okay, ich kann verstehen. YouTuber haben vielleicht, waren jetzt auf der Seite von Berhan. Kann doch sein, Digga. Ist doch nicht schlimm. Lass sie doch auf der Seite von Berhan sein. Es ist ein Beef zwischen zwei Menschen. Es kann nicht sein, dass du immer recht hast. Okay, also was ist passiert? Ich habe die Reaction gedreht auf Berhans Video, also auf Berhans Content. Und das Ding ist, ich drehe dieses Video auch jetzt komplett spontan. Deswegen kann sein, Bruder, dass ich hier was sage hier und dann alles kreuz und quer und so. Keine Ahnung. Und dann mache ich so diesen Tadeus-Tanz und so. Dieses Video ist komplett spontan. Ein Skript schreibe ich sowieso nicht. Ich bin ja nicht Berhan, der irgendwie Skript von ABK will oder so. Aber bevor ich mich hingesetzt habe, habe ich nicht mal überlegt, ja, ey, was sage ich jetzt? Worauf gehe ich ein und so? Nicht mal. Das habe ich gemacht. Ich habe mich einfach hingesetzt und mache jetzt einfach dieses Video. Also diese ganzen ehrenlosen Sachen, die ich ehrenlos finde, wie Bilder einblenden von Mutter, von Vater, keine Ahnung, habe ich alles rausgeschnitten, alles zensiert. Ich habe das nicht mal zensiert, ich habe das komplett rausgeschnitten, Bruder. Also ich bin nur ein weitergegangen. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, ich habe nicht ein Material benutzt. So, ich krieg eine Nachricht von Khan. Ich werde die auch jetzt nicht einblenden. Ich werde auch keine Bilder, keine Videos von Khan einblenden, weil ich selber mitbekommen habe, dass er halt YouTuber sperren lässt, wenn man sein Bild benutzt, wenn man seine Videos benutzt. Und was ich mich jetzt frage, ich habe ja vorgestern eine Reaction auf sein Video gedreht. Jetzt frage ich mich, ob er das sperren lässt. Das Ding ist, ich habe eigentlich seine Genehmigung bekommen. Er hat mir ein Audio geschickt, die werde ich euch jetzt nicht einblenden. Der meinte zu mir, einen auf den, Jessin, guck mal, ich habe dein Video gesehen. Das ist auch eigentlich ganz gut geworden, dies, das. Aber ich will, dass du das Video rausnimmst, weil da sind Sachen, die Berhan gesagt hat, die nicht stimmen. Und das Video von Berhan wird von meinem Management und meinem Team komplett gelöscht von YouTube. Deswegen nimm das raus oder ich muss dich leider striken. Also so ungefähr sinngemäß hat er das gesagt. Also ja, nee, ich soll einfach mein Video rausnehmen. Ich soll meine neutrale Meinung über dieses ganze Video, was ich über Berhan gedreht habe, rausnehmen. Und ich schwör's dir, alle YouTuber, die in deinen kochend sind, die dir immer überall 100% Recht gegeben haben. Deren Videos wurden noch nie gestrikt, deren Videos wurden noch nie gesperrt. Ich kann verstehen, wenn man auf deine Seite ist und nicht auf Berhan, weil Berhan hat komplett reingeschissen. Digga, weil ich hasse es einfach, wenn man als YouTuber Videos von anderen sperren lässt, Digga. Das ist ein Gesetz auf YouTube. Digga, das darf man einfach als korrekter YouTuber nicht machen. Junge, welcher YouTuber lässt heutzutage noch Videos sperren? Guck mal, ich habe gegen jeden geschossen. Lil Junko, Dead Bikin, Ali Hakim, nicht mal diese Menschen sind auf die Idee gekommen, irgendein Video zu striken. Bis jetzt der Einzige, der das gemacht hat, weswegen auch teilweise mein Kanal gelöscht wurde, ist dieser Streifenhörnchen auf TikTok, den ich da gebachbett habe damals. Zwei Videos hat er striken lassen, dann ein Video von mir gegenüber einem anderen YouTuber, den Namen darf ich jetzt nicht erwähnen, wurde auch gestrikt. Drei Strikes, Kanal wurde gelöscht, 2-3 Jahre bis mit Leh, einfach alles weg. Digga, diese 2-3 Jahre Arbeit, komplett weg, Digga. Ich musste zweimal neu anfangen mit YouTube, nur weil ich auf YouTuber reagiert habe, Digga. Was ist da los? 2-3 Jahre Arbeit, einfach komplett weg, Digga. Auf diesem Kanal waren alle meine alten Videos, alles weg. Und dann kommen mir andere YouTuber und sagen, ey, wenn du darauf reagierst, kriegst du noch einen Strike. Wenn du da, ey, Digga, dieses Strike geben, Junge, du nimmst einfach Menschen deren Hack weg. Du nimmst einfach Menschen deren Brot weg. Es ist ein Beef, es ist zwischen zwei Menschen. Es kann nicht sein, dass dann 100% von den ganzen Menschen auf deiner Seite sind. Ich kann verstehen, ja, okay, Berhan hat Scheiße in seinen Videos gelabert, dir gefällt das nicht. Aber du musst damit rechnen, du musst damit klarkommen. Es ist YouTube. Es ist verdammt nochmal YouTube. Es gibt auch YouTuber, die sagen, ey, Jessin, du hast das kopiert von mir. Ey, du machst das. Junge, ich weiß, das stimmt nicht. Soll ich die jetzt auch deswegen striken lassen? Nein, macht weiter, zieht weiter durch. Kann sein, ihr seid ein bisschen komisch. Was habe ich also daraufhin gemacht, als ich diese Audio von Khan bekommen habe? Ich wollte mir 100% sicher sein. Ich brauchte nur eine Bestätigung. Ich brauchte nur eine Bestätigung. Und diese Bestätigung musste ich mir von Berhan holen.
Ich habe ihn angeschrieben, ich meinte, ey, darf ich auf dein Video reagieren? Also ich sag mal so, er könnte jetzt theoretisch mein letztes Video striken, weil ich auf sein Video reagiert habe. Er meinte zu mir selber in seinem Audio, ich darf auf alle seine Videos reagieren. Das heißt, seine Bestätigung, dass ich darauf reagieren kann, habe ich auf mein Handy. Ich habe das auf mein Handy, dass er gesagt hat, ey Jessen, du darfst auf meine Videos reagieren. Aber trotzdem, wenn er dieses Video jetzt sieht und sich denkt, boah, okay, Jessen ist ein bisschen gegen mich, okay, der ist jetzt nicht 100%, der kriegt mir jetzt nicht 100% immer wie andere YouTuber, dann vielleicht strike ich sein letztes Video, der hat ja eh auf mich reagiert, ist ja eh mein Content, alles fertig. Und dann bin ich wieder am Anfang, Digga. Dann bin ich wieder am Anfang der ganzen Geschichte und mein Kanal wird wieder gelöscht. Dann wieder monatelang umsonst gearbeitet. Und dann kriege ich wieder einen Strike und dann wieder Strikes und dann wird mein Kanal gelöscht. Und dann wieder 2-3 Monate umsonst komplett gearbeitet. Save Minimum für ein Video 5 Stunden Arbeit. Und das hochgerechnet auf 30-40 Videos. Digga, so viel Arbeit und so viel Zeit, wie wir hier investieren, wenn das einfach weggenommen wird von anderen YouTubern, die selber auf Videos reagieren und deswegen sozusagen Hack nehmen. Digga, das ist dann schon, Bruder, das macht man nicht. Ja, nee, Bruder, du reagierst doch selber auf Chindaris, auf was weiß ich. Die nehmen ein Video auf, du bist unten links, du reagierst. Okay, schöne Geschichte. Dann blendest du auch Werbung ein und so. Und die sperren ja auch nicht dein Video. Die sagen ja auch nicht, ey, okay, guck mal, das ist meine Arbeit. Nur weil du jetzt darauf reagierst, sperren wir jetzt dein Video. Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, wäre das jetzt ein Musiker, der zu mir sagt, ey, Jessin, nimm das Video raus oder ich strike dich, weil ich will nicht, dass du auf meine Musik reagierst. Krallas, fertig. Ich reagiere nie wieder auf dich und gut ist. Aber wenn das von einem YouTuber kommt, der selber reagiert, jeden Tag von einem Reaction-YouTuber, der jeden Tag auf anderen Content reagiert, dann denke ich mir auch so, ey, entspann dich mal, hallo. Wallah, entspann dich, du bist korrekt, aber übertreib nicht. So, okay, wir halten fest. Khan wollte, dass ich mein Video runternehme, weil Berhan falsche Sachen über ihn gesagt hat und ich auf dieses Video reagiert habe und meine Meinung dazu gesagt habe. Und dann, zu diesem Zeitpunkt, brauchte ich nur eine Sache. Eine einzige Sache, und zwar die Bestätigung von Berhan TV, dass ich auf sein Video reagieren darf. Das ist das Einzige, was ich wollte. Ich habe Berhan TV daraufhin angeschrieben. Ich meinte, ey, hör mal zu, darf ich auf dein Video reagieren? Und der meinte, ey, ruf mich mal an. Beziehungsweise gib mir deine Nummer und ich rufe dich an. Ich habe ihm meine Nummer geschickt, meine echte Nummer. Einfach so. Ich wollte einfach nur seine Bestätigung haben. Hat er mich daraufhin angerufen, das Telefonat habe ich aufgenommen. Einfach zur Sicherheit, weil bei dem dachte ich, okay, da wird da vielleicht Tatsachen umdrehen oder so, keine Ahnung. Deswegen habe ich das Telefonat einfach aufgenommen. Ich war gegen ihn in meinen Videos. Ich war auf Khans Seite. Und der hat trotzdem korrekt mit mir geredet. Der meinte jetzt nicht, ey, Jessen, ich will, dass du alle Videos von mir rausnimmst, sonst werde ich dich striken lassen und so. Hat der nicht gemacht. Bruder, der ist korrekt geblieben. Der hat mit mir ganz normal telefoniert. Bruder, ich weiß nicht warum, aber ich habe den jetzt einfach vertraut. Ich habe ihm meine Nummer geschickt. Heutzutage ein bisschen Vertrauen in Menschen haben. Ich guck mal. Der sollte mich eigentlich jetzt gleich anrufen. Hallo? Ich kann dich nicht normal anrufen, ich bin im Ausland. Ach so, ja, okay. Was geht ab, alles fit? Ja, bei dir? Auch, alles bestens. Was meinst du mit Videos, ja? Bleiben meinem und so. Dings, ich habe, ich glaube, 2 Reaction gemacht. Eins habe ich gestern hochgeladen. Habe ich alles gesehen. Okay. Ja, Dings, Khan hat das auch gesehen. Alle Videos bezüglich diesem Beef werden gelöscht. Okay. Warum denn das? Diese ganzen Beef-Videos will er entfernen. Aber jetzt frage ich mich, kann er das Video überhaupt entfernen? Weil ich habe ja sein Gesicht nicht gezeigt. Ich habe ja alles zensiert, weißt du? Gezeigt, ne? Hä? Du hast dein Gesicht nicht gezeigt, ne? Nein. Guck mal, ich sag dir so, ich würde dich niemals striken, Wallah. Wenn du sogar in einem Video sagst, du bist ein Hurensohn, ich würde dich nicht striken, weil ich bin kein Mensch, der andere Leute strike, weißt du? Okay. Ich spiele nur hack andere Menschen. Ich weiß aber nicht, wie das bei dem aussieht, sag ich dir ehrlich. Einige Leute gestrikt, weißt du, meine, der strike, glaube ich, gerne momentan. Und einmal so halt, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen, Wallah. So Urheberrechtsstrikes. Ach so, ja, ja, ich check schon. Musst du einmal so einen Kurs machen. Dieser Kurs geht, keine Ahnung, 5 Minuten. Aber das hat ein bisschen Einfluss auf den Kanal. Zum Beispiel, nachdem ich diesen Strike bekommen habe, eine Zeit lang konnten mal Leute mich nicht finden auf YouTube, weißt du? Ja, nee, okay, scheiß drauf. Ne, scheiß mal darauf jetzt. Aber ich soll besser das Video runternehmen. Bruder, sag dir ehrlich, guck mal, von meiner Seite aus gar kein Problem, ne? Also darf ich Video drinnen lassen? Was bei dir? Guck mal, von meiner Seite aus kannst du das alles drinnen lassen. Das ist okay. Mir egal, weißt du? Mhm. Also du strikes nicht weg oder so, ne? Du löscht nichts. Nein, ich würde niemals weg, Alter. Okay, krass. Ja, korrekt. Aber guck mal, du musst halt gucken jetzt, was mit Khan ist. Ne? Also ich sag dir so, klar, wenn das ein Abfuck ist, das und so, ich sag dir jetzt schon mal, der wird das dann zwecken. Weißt du, ich meine, ob du das Risiko halt eingehst oder ihn nochmal fragst und so, ist dir überlassen. Safi, die Bestätigung von Berhan TV habe ich bekommen. Ich durfte auf seinen Content reagieren. Und das Khan Yavi mir auch seine Erlaubnis gegeben hat. Krass, fertig. Mehr brauche ich gar nicht.